2 Auswärtsspiele gab es schon in diesem Jahr im Pokal. 1:0 in Homberg im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals eingezogen ins Halbfinale. Letzte Woche ein 1:1 Unentschieden beim SV Strahlen. Und heute also geht es endlich wieder weiter hier in unserem Wohnzimmer im Stadion am Zoo. Zu Gast ist die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem alten Bekannten, mit Marco Cirillo, der im Winter zu den Fohlen gewechselt ist. Beim WSV gibt es eine Veränderung in der Startformation. Für den gesperrten Gino Windmüller ist heute Dennis Malura in der ersten Elf. Das sind die Highlights hier bei WSV TV. WSV gegen Borussia Mönchengladbach 2. Zu 2 gegen einen starken Gegner aus Gladbach. Mike Kühnel ist bei uns. Hast du die Hauptgründe ausmachen können für diese Niederlage heute? Ja, das sind zum einen die 2 Gegentore. Wir haben 2:0 verloren. Ja, das erste Tor war ein gruppentaktisches Verhalten, was wir so nicht an den Tag legen können, weil wir da unglücklicherweise den Torwart anlaufen, ist dann führt dann ein Fehler zum anderen und so spielen die uns aus und wir kassieren das 1:0. Beim 2:0 ist es ein Freischuss, den wir nicht gut verteidigen, auch in der Entstehung ziemlich unglücklich. Zum anderen machen wir unsere Chancen, die wir dann bekommen haben, sowohl in der ersten als auch in der zweiten, machen wir dann leider nicht und so verlierst du dann so ein Spiel 2:0. Also es startete mit einem frühen Gegentor, du hast es gesagt. Enes Topal kam rein in der zweiten Hälfte, danach gab es einige Aktionen vorne im gegnerischen Strafraum. War das für dich der Moment des Wachwerdens, der zu spät gekommen ist? Ja, Enes hat es richtig gut gemacht, hat richtig Dampf reinbekommen ins Spiel. Und klar hat das, der Trainer wird seine Gründe haben, klar. Aber ich denke nicht, dass es daran lag. Wir hätten von vornherein
aktiver sein müssen, nach vorne hin mehr aufs Tor gehen sollen. Ja, zum Ende hin wurde es dann besser, aber haben das Tor dann nicht gemacht und so. Ja, stehen wir als Verlierer da. Wir dürfen nicht vergessen, Gladbach, wie gesagt, eine starke Mannschaft, vor dem Spieltag Fünfter in der Tabelle. Was nimmt die Mannschaft jetzt mit für die kommenden Aufgaben? Zweimal auswärts, Lippstadt und Aachen, anschließend in 3 Wochen wieder zu Hause, hier dann gegen Dortmund. Ja, nächste Woche sind wir die einzigen, die spielen mit Lippstadt. Das ist das einzige Spiel, da müssen 3 Punkte her, koste es, was es wolle. Dann in Aachen fahren wir auch ambitioniert hin, ist klar. Ja, jetzt heißt es Mund abputzen, so schnell wie möglich die Fehler aufarbeiten und dann die nächsten 2 Wochen anpacken und dann 6 Punkte einfahren. Mike Kühnel, vielen Dank. Ja, bitteschön.